Die Grundidee des Hypothesentests. Jemand behauptet irgendwas und ein anderer jemand will dieses widerlegen. Das ist der Grundgedanke vom Hypothesentest. Dieser jemand, der die Behauptung aufstellt, das kann eine Privatperson sein, ein Hersteller, eine andere Institution, es ist egal. Wir bleiben mal beim Hersteller. Der Hersteller kann sich in jedem Feld bewegen. Der kann aus der Betriebswirtschaft sein, aus Sozialwesen, aus Technik, Naturwissenschaft, das ist jetzt egal. Wir beziehen uns mal auf die Pharmaindustrie, Medikamentenherstellung. Der Hersteller, der befindet sich meinetwegen in einer Werbekampagne, möchte auf die Propagandatrommel schlagen, sein Medikament praktisch populär machen und behauptet, dass sein Medikament in 60% der Fälle zur Heilung verholfen hat. Ne? Er stellt eine sogenannte Nullhypothese auf, Groß H Index 0. Und die entspricht dem Wert 60%. Also er hat gegen eine gewisse Krankheit, Menschen sind an einer gewissen Krankheit erkrankt, hat er ein Medikament entwickelt und behauptet jetzt ganz dreist, in 60% der Fällen hat es dann tatsächlich zur Heilung verholfen, wenn die Person dieses Medikament eingenommen hat. Ne? Er erwartet auch, dass man ihm das glaubt. Also diese 60% ist ja nichts anderes als 60 Hundertstel oder anders formuliert 0,6. Ne? Jetzt kann jemand von der Konkurrenz auf den Gedanken kommen, ich zweifle diese Behauptung stark an, ich stelle eine Gegenhypothese auf. Ne? Die wird Groß H Index 1 bezeichnet. Und er hat jetzt zwei Möglichkeiten, diese Behauptung anzuzweifeln. Zum einen könnte er sagen, Moment, die 60%, das trifft auf keinen Fall zu. Ne? Dann nimmt er das. Oder er könnte noch dreister sein und sagen, Moment, auf jeden Fall kleiner als 60%. Ne? Was er jetzt nicht machen könnte, wäre zu sagen, größer als 60%, denn dann würde er diese Aussage vom Hersteller ja stützen. Er ist von der Konkurrenz und möchte ja die Behauptung praktisch anzweifeln. Beweise dafür finden, um die Behauptung des Herstellers anzuzweifeln. Ne? Das hier unten könnte ein Beispiel sein für meinetwegen ja, Medikamentenhersteller und jemand behauptet, in 10% der Fälle wirkt dieses Medikament. Dann könnte sich der Hersteller angegriffen fühlen und sagen, nee, Moment mal, auf jeden Fall mehr als 10%. Ne? Man sagt dann auch, das hier oben, das wäre ein linksseitiger Test und das hier wäre ein rechtsseitiger Test. Ne? Aber zu diesen speziellen Hypothesentests werde ich ein gesondertes Video anfertigen. Zu allen drei Varianten, der da oben wird beidseitiger Test genannt, werde ich ein Video anfertigen. Gut, es geht hier nur um den Grundgedanken vom Hypothesentest, was dahinter steckt. Und wir fahren hier fort. Dieser Mensch, der diese Behauptung widerlegen will, ist sich darüber im Klaren, dass es sehr kostspielig sein wird, alle zu besuchen von dieser sogenannten Grundgesamtheit. Also Grundgesamtheit entspricht der Menge aller Menschen, die dieses Medikament eingenommen haben. Und er ist sich darüber im Klaren, das geht nur über eine Stichprobe. Ne? Er wird sich entschließen, meinetwegen nur 60 Leute zu besuchen und anhand der Stichprobe dann die Behauptung zu widerlegen oder letztlich befürworten zu müssen. Gut, die 60 Personen, jede einzelne davon muss gleich wahrscheinlich sein, ausgewählt zu werden. Das ist noch sehr wichtig hier. Ne? Man nähert sich dann binomial verteilten ja, Daten Erhebungen, Datenauswertungen mit der sogenannten Standardnormalverteilung an. Ne? Aber nur dann, wenn die Varianz größer als 9 ist, ne? Oder die Wurzel aus der Varianz größer 3. Ne? Das ist die sogenannte Laplace-Bedingung, aber dazu in den entsprechenden Folgevideos mehr. Ne? Wir haben jetzt in dem Fall auf jeden Fall, weil die Varianz ja nichts anderes ist als das Produkt von n mal p mal die Gegenwahrscheinlichkeit. Und die ist auf jeden Fall größer 9 bezogen auf unser Beispiel, können wir hier schon mal die Standardnormalverteilung mit ins Spiel einbringen.
bringen, ne? Sozusagen die Z-Tabelle verwenden. Aber wir fahren jetzt erstmal fort, unsere Überlegungen bezogen auf den Hypothesentest fortzusetzen. Ich habe also eine Stichprobe in der Größenordnung von 60%. Die Stichprobe ist somit hinreichend groß gewählt. Deshalb kann ich die Z-Tabelle verwenden. Ne? Laplace-Bedingung erfüllt, ich kann die Z-Tabelle verwenden. Wenn die Stichprobengröße kleiner gleich 30 wäre, könnte ich die Z-Tabelle nicht verwenden. Da müsste ich die T-Verteilung oder die T-Tabelle, wie sie auch genannt wird, verwenden. Diese Tabelle, die bezieht sich speziell auf Stichproben mit kleinen Stichprobenumfang, weil dort eben weniger Information vorliegt und eine andere Beweiskraft dann verlangt wird. Ich kann die Z-Tabelle dann nicht einsetzen. Gut, für die T-Tabelle und die entsprechenden Hypothesentests werde ich ja wie gesagt ein gesondertes Video anfertigen. Wir bleiben also bei diesen Grundgedanken. Was hat es mit diesen Hypothesentesten auf sich? Ich habe meine Stichprobe, die wird sich dann normal verteilt hier einstellen. Ich darf meine Standardnormalverteilung verwenden, die hat ja den Mittelwert von 0 und die Standardabweichung von 1, plus, minus und 1. Das spielt in dem Fall aber keine Rolle, weil ich mich für die relative Lage zu diesem Mittelwert oder um die relative Lage zu diesem Mittelwert kümmere. Das andere ist für mich jetzt irrelevant. Ne? Ich brauche hier Intervalle sozusagen. Jetzt muss man sich jetzt im Klaren sein oder derjenige, der dieses testen will, der diese Behauptung widerlegen will, der muss sich darüber im Klaren sein, dass es sich bei seiner Untersuchung lediglich um eine Stichprobe handelt und nicht um die Grundgesamtheit. Somit könnte er, ja, wie es der Zufall so will, 60 Personen antreffen, die sich alle negativ über dieses Medikament vom Hersteller äußern. Und somit könnte er dann berechtigterweise diese Nullhypothese, diese Behauptung verwerfen, nicht annehmen von dem Hersteller. Ja? Aber es muss ja nicht sein, nur weil der Zufall es so will, dass diese 60 jetzt sich gerade negativ äußern, dass die Behauptung vom Hersteller falsch ist. Somit kommen wir zu dem Begriff der Irrtumswahrscheinlichkeit oder dem Fehler erster Art. Der Forscher kann den Fehler erster Art begehen, indem er die Nullhypothese ablehnt, obwohl sie richtig sein kann. Und jetzt kommen wir zum neuen Begriff. Da gibt es ein Mittel dagegen, das ist das sogenannte Signifikanzniveau. Und Statistiker werden sich immer mit dem Signifikanzniveau von 5% zufrieden geben. Ne? Das bedeutet, in 5% der Fälle möchte sich dieser Untersuchende irren. Ne? Naja, in 60 mal diese 5%, in 3 Fällen von 60 möchte er sich irren. Ne? Somit reduziert er diesen Fehler erster Art. Er kann ja dieses Intervall beliebig wählen. Er kann es ja meinetwegen auch 0,01% wählen, um den Fehler erster Art noch mehr zu reduzieren. Ne? Gut, wir wählen aber dieses übliche 5% Intervall und beziehen uns jetzt mal auf diese zweite Variante. Ne? Gut, dann bin ich doch bezogen auf diese Standard-Normalverteilung in einem Intervall von 0 bis, ich nenne es mal A, ne, in dem sich 95% meiner Daten befinden müssen und in diesem Intervall 5%, mein Signifikanzniveau, in dem sich dann A plus 1 plus, A plus 1 und meine Stichprobengröße ist 60 befinden müssen. Ne? Dieses A ist interessant. Dies muss ich jetzt ausfindig machen. Ne? Also, ich habe jetzt das Problem, dass ich dieses A nicht kenne. Aber durch meine Festlegung von meinem Signifikanzniveau, sprich diese Irrtumswahrscheinlichkeit, die auch klein Alpha bezeichnet wird, die nichts anderes ist als der Ablehnungsbereich von meiner Nullhypothese. Warum? Da komme ich gleich drauf. Und die soll insgesamt, ich soll mich irren, kleiner gleich 5%. Ne?
Also in höchstens 5% der Fälle soll ich mich hier irren, ne? Was hat es damit auf sich? Naja, wenn sich x ist ja meine Zufallsvariable, und das ist in dem Fall ja die Anzahl der geheilten Personen, ne, kann man sagen. Oder die, ja, lassen wir es, die Anzahl der geheilten Personen ist meine Zufallsvariable. Der geheilten Personen. Ne? Wenn sich davon wenig äußern, dass das Medikament gut war, dass das geholfen hat, ne? Dann befinde ich mich doch sicherlich in einem Intervall, wo ich meine Nullhypothese ablehnen kann. Ne? Also der Ablehnungsbereich ist auf jeden Fall von 0 bis zu einer unbekannten Anzahl. Ne? Da lehne ich ab. Ne? Ich hoffe, dass die sehr gering ist. Ne? Dann lehne ich ab. Gut, mein Annahmebereich ist dann im Intervall von a plus 1, also eine Person mehr, bis Stichprobenende 60 Personen. Ne? Also ich hoffe, dass wenige drin sind, also dass sich wenige positiv übers Medikament äußern, damit ich diese Nullhypothese hier von dem Hersteller verwerfen kann. Ne? Und dabei möchte ich mich in 5% der Fällen irren, oder dabei möchte ich mich höchstens in 5% der Fällen irren. Gut, dieses A erhält man dann in Kombination mit dem Einsatz der Z-Tabelle. Dazu werde ich ja Folgevideos anfertigen. Was man jetzt außer Acht gelassen hat, ist den berühmten Fehler zweiter Art, diesen Beta. Der sagt jetzt aus, Beta bezieht sich auf den Annahmebereich. Ne? Hierfür ist aber eine weitere Angabe nötig. Ne? Es könnte bekannt sein, die tatsächliche Anzahl der geheilten Menschen, ne? Dass sich die nur bei 0,5, sprich bei 50% beläuft. Ne? Dann könnte ich die Nullhypothese auch bedingt durch die Ergebnisse meiner Stichprobe annehmen, obwohl sie falsch ist. Ne? Und das ist eben dieser Fehler zweiter Art. Ne? Dieser Fehler zweiter Art braucht aber zwingend noch diese Angabe der tatsächlich geheilten Personen. Ich kann jetzt nicht einfach diese Angabe hier verwenden. Ne? Das wird häufig dann praktisch so gehandhabt. Also das ist eine völlig andere Baustelle. Ne? Dieser Fehler zweiter Art bezieht sich in unserem Fall auf den Annahmebereich. Ne? Gut. Entsprechend werde ich jetzt Folgevideos für diese drei Hypothesentests anfertigen, damit man auch dann weiß, wie man hier herangehen muss. Es ging mir hier nur um den Grundgedanken, dass man sich im Klaren ist, wozu diese ganzen Größen stehen, wie die miteinander zusammenspielen. Und dann beende ich mal an der Stelle dieses Video.